Und wenn du gewinnst, dann kannst du mir eine klatschen. Wenn ich gewinne, dann kriege ich einen kurzen Kuss. Muss ich? Nee. Nämlich, nee. Mit was? Ah, Umlaut. Was? Menschen sind wir alle. Rechte haben sie schon, in die EU zu kommen, aber die EU hat wahrscheinlich, also das Parlament hat schon wahrscheinlich ihre eigenen Gründe, sie nicht aufzunehmen. Okay, aber Afrika ist doch ein eigener Kontinent. Ja, aber... Ja, ich weiß. Sollen die denn dann hier aufgenommen werden in der EU? Ich hab heute noch nichts gegessen, ne? So. Ja. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Idiotentest Teil 3, let's go! 7 Heuhaufen und 11 Heuhaufen werden zusammengetragen. Wie viele ergibt das? Jetzt im Ernst? So, ganz viel Heu, keine Ahnung. 7 Heuhaufen und 11 Heuhaufen. So, was ist der Sinn? 18 Heuhaufen, okay. Ja, okay. Einen großen Heuhaufen? Nein, das ist bestimmt so was anderes, was nicht stimmt. Wenn man das so zusammenzählt, dann kommt was ganz anderes raus. Rein theoretisch 18, aber es stimmt ja nicht. Es kommt irgendwas anderes raus, ich weiß schon. 18. Okay. Er muss erstmal gut aussehen. Ja, genau. Bester Mann. So Leute, Community ist am Start. Ihn kenne ich so vom Club. So, wir haben uns öfter mal im Club gesehen und so. Auf jeden Fall korrekter Typ. Hast du Instagram oder so, willst du hier ansagen? Naja, hallo, bin ich Firas und ja, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ein Jahr. 14? 18. Schreibt man nämlich mit H? Nee, mit R. Was denn? Ja, okay. Ob man nämlich mit A schreibt? Mit H. Mit H? Ja, genau. Ich habe A verstanden, ich war so, was willst du eigentlich? Ach so. Nein, als ob noch nicht mit H, nein. Nein. Nee, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Oh, das ist das. Ja, nee, doch. Nein, doch. Oh. Ich glaube nicht, oder doch? Ja, also nicht Anfangsbuchstabe, aber Ende. Nein, so. Mittendrin also oder so. Nein, ohne. Doch, mit H, bei mich. Nämlich, ne. Mit A Umlaut. Nämlich. A Umlaut. Ne, nicht mit H. Mit was? A Umlaut. Was? Nein. Nein? Alles, ihr könnt auch alle was anderes sagen. Nein. 2 Flugzeuge fliegen von London nach Berlin. Das eine braucht 1,25 Stunden, das andere 75 Minuten. Welches Flugzeug ist schneller in Berlin? Erde? Die Flugzeug, die braucht 1 Stunde 25. Das erste also? Ja. Das erste, sage ich. Das zweite? Weil das so eine Frage, dass es so anders ist, dass es eher so das Gegenteil ist, dass es gar nicht stimmt. Die logische Antwort, die stimmt ja gar nicht. Also so eher so, dass er die andere Antwort stimmt, weil der kommt irgendwas so, ja, keine Ahnung. Naja, dass das schneller fliegt. So würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Ja, welches fliegt denn schneller? Das mit den 75 Minuten. Oder okay, 1 Stunde 25 Minuten ist das gleiche, aber trotzdem. Du nimmst an einem Wettlauf teil, du überholst den zweiten. An welcher Position befindest du dich jetzt? Ich bin Zweiter. Wenn man den zweiten überholt, dann. Ja, aber wenn er Dritter ist und den zweiten überholt, dann ist er denn Zweiter, weil der Erste ist ja davor. Keine Ahnung. Es gibt keine Auswahl? Na, du, also gib mir 3 Lösungen. Du nimmst an einem Wettlauf teil. Okay. Und überholst den zweiten. Wie Vierter bist du geworden? Doppelt. Was? Ich wurde doppelt, also. Okay. Doppelt? Keine Ahnung. Ich habe keine Antwort. Zweiter Stelle. Und zweite Position? Na, wenn ich den zweiten Platz überhole, ja, ich denke schon. Ja. Vierter Platz, an welcher Position bist du jetzt? Was? Nämlich schreibt man mit H. Nein. Am Ende. Oh mein Gott,
In Afrika gibt es viel Armut und auch eine hohe Rate an Kriminalität. Aber was sagst du, reichen diese beiden Gründe allein dafür aus, um Afrika nicht in die EU aufzunehmen, oder könnte es einen anderen Grund dafür geben? Nee, es reicht noch nicht aus dafür, dass die in die EU aufgenommen werden. Okay, aber Afrika ist doch ein eigener Kontinent. Ja, aber... Ja, ich weiß. Sollen die denn dann hier aufgenommen werden in der EU? Ich hab heute noch nichts gegessen, ne? So. Ja. Eigentlich bin ich nicht so wirklich der Typ, der so wirklich politisch damit umgeht, aber ja, ich bin nur ein Passant. Was soll ich sagen? Ein Passant. Ja, ein normaler Bürger. Ja, sind wir alle, oder? Menschen sind wir alle. Rechte haben sie schon, in die EU zu kommen, aber die EU hat wahrscheinlich, also das Parlament hat schon wahrscheinlich ihre eigenen Gründe, sie nicht aufzunehmen. Also die zwei Gründe reichen auf jeden Fall nicht. Afrika, ja, müssen schon mehr Gründe, glaube ich. Also für mich müssen mehr Gründe. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sowieso dagegen, es nicht in die EU aufzunehmen, weil ich sehr für Sozialität bin und finde, dass man auch gerade Ländern, die Hilfe brauchen, Hilfe geben sollte. Okay, danke. Gerne. Okay, ciao. Der Scheiß. Oh, fuck, Alter, soll ich noch fragen, wie ein Kissing kriegen? Ja. Ja? Ich trau mich nicht. Ey Leute, wenn ich die jetzt überrede noch, das ist jetzt für Idiotentest, ne? Wenn ich die jetzt überrede noch für Kissing Prank. Los. Sorry, hast du noch mal kurz 20 Sekunden Zeit? Ja. Und zwar für ein kleines Spiel, also eine Wette. Okay. Okay, also guck mal, du darfst die Zahl 17 nicht sagen. Okay. Du darfst die Zahl 17 nicht sagen und ich stell dir ein paar Rechenaufgaben, aber so ganz leicht, also zum Beispiel 10 minus 5 oder so. Und wenn du gewinnst, dann kannst du mir eine klatschen. Wenn ich gewinne, dann kriege ich einen kurzen Kuss. Muss ich? Ja. Schämst du dich jetzt gerade? Ja, ein bisschen. Scheiße. Ey, Mann, tut mir leid. Das soll die jetzt nicht peinlich sein. Okay, atme 10-mal durch. Alles gut. Mann, nein, ey. Ich will nicht, dass sie sich jetzt schämen. Nein, alles gut. Vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid. Folgt mir auch auf Instagram und auf Snapchat. Ich wollte demnächst ein kleines Gewinnspiel starten. Deswegen wäre fresh, wenn ihr mir da folgen würdet. Hey, warum nickst du hinter der Kamera? Warum nickst du denn, Nicker? Auf jeden Fall, Leute, folgt mir da, checkt meine anderen Videos ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.